Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar drehe ich heute meinen Alltags-Make-up-Look und genau, den wollte ich euch zeigen. Und genau, lege mir gleich los. So, jetzt habe ich euch einfach mal näher dran geholt und genau, als allererstes mache ich mir meine Haare einfach mal zurück, genau so, dass da nichts reinkommt. Normalerweise habe ich jetzt manchmal noch einen Haarreif oder so, aber ja, so müsste es auf jeden Fall auch gehen, genau. So, zuerst beginne ich mit meiner Foundation und zwar benutze ich da die von MAC. Und zwar ist das die Studio Fix Fluid. Und zwar habe ich die Nummer NW15, genau. Wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit nach unten schaue. Ich habe hier unten meinen Spiegel stehen und genau. So, fange ich an und dazu für die Foundation nehme ich den Make-up-Pinsel von, oder den Foundation-Pinsel von Zoeva, den 104 Buffer, genau. Erstmal schüttle, die ist also bei mir immer relativ schnell leer. Genau. Und ja. Die verteile ich einfach grob über die ganze Fläche. So. Und das Make-up ist fertig. Ja, meine Haare, die nerven mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, genau. Wenn ich jetzt gerade mal das Make-up zu Hause nicht vorrätig habe, dann nehme ich das von Trend It Up. Genau. Das ist, finde ich, genauso gut, nur die habe einfach nur meinen Farbton. Da mische ich immer das dunkelste, das 040 und das 030 und dann haut es so einigermaßen hin. Aber der Ton von MAC finde ich halt einfach Bombe, der passt perfekt zu mir. Genau, so, dann mache ich weiter mit Concealer und zwar habe ich den L'Oreal Perfect Match, die Nummer 02 oder 2 Vanilla, das ist der hier, ja, das sieht jetzt schon ein bisschen abgekranzt aus, aber ja, den benutze ich halt auch jeden Tag, genau. Den gebe ich jetzt einfach großzügig hier drauf, immer Dreieck, genau. So, das machen wir auf der anderen Seite auch. So. Und dann, der ist mir teilweise auch ein bisschen so wegen zäh an mancher Stelle, deswegen habe ich jetzt noch von Maybelline den Fit Me Concealer. Und zwar diesen hier. Der ist in der Nummer 25. Der ist einfach ein bisschen dunkler, weil das mir einfach schon zu hell ist. Und gibt da gerade so ein bisschen ein paar Punkte rein. Das seht ihr jetzt, oh, das ist echt. Also in der Kamera kommt jetzt nicht so dunkel rüber, aber bei mir hier ist der einfach mal 5 Ohr so dunkler. Genau. Und ja, mein Make-up-Eye-Blender habe ich jetzt nicht so schön geputzt. Sorry, Leute. Ja, mit dem verblende ich das jetzt alles. Ich mag die kleine einfach lieber wie diese große. Und für und das Auge finde ich den kleinen einfach super. Der ist jetzt von Ebelin und ich komme mit dem eigentlich ganz gut klar. Genau. Das mache ich dann in so tupfende Bewegungen. Tupfe ich alles schön ein. So, meistens habe ich ja da an dem Schwamm noch was übrig und das tue ich dann gerade hier oben noch ein bisschen reintupfe, das ist einfach, dass man hier nicht so die Adern und alles sieht, das mag ich nämlich nicht. So, und dann das andere Auge. So. So, jetzt sehe ich so mit Concealer aus, weil ich habe echt krasse Augenringe und ich hole mir jetzt aber demnächst noch, ich glaube von NYX gibt es auch so einen Concealerstift in der Farbe Rosé. Den macht man eigentlich vor dem Concealer noch drauf und dann sind die Augenringe irgendwie weniger. Und das will ich probieren, weil, wie gesagt, gerade durch das jetzt hier, sieht man doch immer noch alles. Und ja, der Concealer hätte jetzt auch, ich glaube, 6 Euro oder so kostet. Und dafür, dass er 6 Euro kostet, mit der billige kann ich gar nichts anfangen. Da sehe ich ja dann aus wie, weiß ich was noch. Ja, so, machen wir weiter. Und zwar bake ich dann gleich meine Augen unter drunter. Und zwar bake ich die mit dem Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. So, jetzt
zeige es euch gerade mal. Genau, das ist das hier. Ja, das finde ich ganz gut. Man kann auch, es gibt ja jetzt solche Tricks, dass man das mit dem Babypuder machen kann. Das ging zum Beispiel auch, aber ich mache das eigentlich gern mit dem. Genau, das ist dann wie, ja, da kommt das Puder dann halt raus. Dann gehe ich da einfach mit meinem Schwämmle rein. Das habe ich vorher ein bisschen nass gemacht. So, dann habe ich hier das drauf und dann gebe ich das echt großzügig unter drunter. Genau. Dass da auch nichts glänzt, weil durch den Concealer glänze ich abartig. Also das ist schon echt, ja. Das war mir echt der Wahnsinn, wie ich jetzt glänze. So. Ja, man sieht es bei mir jetzt auch teilweise gar nicht so, dass ich da jetzt das Puder drauf habe. Ich muss mir mal noch ein anderes holen. Ich bin mit dem zwar zufrieden vom Ergebnis, aber ich hätte doch mal noch gerne ein anderes ausprobiert. Ob das noch fester ist. Ja, zieht man hier so noch ein paar Reste. Die lasse ich jetzt einfach drauf, bis ich fertig bin mit meinem Make-up-Look. Dass es auch schön einzieht. Und genau, dann mache ich weiter mit meiner Augenbraue. Und da nehme ich von Benefit des Brow Things. Das ist dieses hier. Ja, das ist die Nummer 3. Und das passt ganz gut zu mir. Da ist so Wachs drin und ein Puder. Und dann einfach noch die Pinsel dazu und eine kleine süße Pinzette. Den Pinsel kann man hier gerade so aufmachen. Finde ich eigentlich ganz cool. Einmal so abgeschrägter und einmal ein Puderpinsel. Für besondere Anlässe tue ich meine Augenbraue vorher noch mit dem Gel, was dabei ist, alles hier schön nachmale, dass ich wirklich perfekte Kontur habe. Genau, und sonst nehme ich einfach immer nur der Puderpinsel, weil mir das einfach viel zu aufwendig ist. Und ich finde, ja, reicht eigentlich auch. So, da fange ich jetzt hier vorne einfach an. Fahr die da einfach nach. Weil ich finde, so große Lücke habe ich einfach nicht. Aber durch das Make-up wäre die immer so hell. Deswegen fahre ich die da dann einfach so ein bisschen mit dem Puder nach. Genau. Also ich bin jetzt da auch nicht so Spezialist drin, dass ich da mega gut schminken kann, aber mit Augenbraue oder sowas. Aber wie gesagt, also das wird mir jetzt hier einfach schon reichen wollen. Aufwendiger, finde ich, muss es einfach gerade nicht sein. Genau, so, jetzt kommt noch die andere Seite. Die finde ich als immer ein bisschen schwerer. Die kriege ich meistens nie so gut hin wie die Seite. So. So. Dann als nächstes mache ich jetzt meine Augen. Die mache ich jetzt eigentlich immer relativ unterschiedlich. Ich habe jetzt heute auch nichts vorgeplant oder so, wie ich das einfach mache. Ich suche mir einfach immer Farbe aus, die mir eigentlich relativ gut gefallen. Und genau, ich habe mir jetzt einmal hier zur Seite gelegt die Catrice Palette. Die finde ich ganz cool. Die hat richtig mega schöne Glitzerlidschatten. Ich mag das eigentlich nicht so glitzern, aber auf dem Augelid finde ich das dann alles ganz schön. Die habe echt richtig, richtig schöne Palette, Farbe, Palette. Dann habe ich einmal hier die Carly Bible Palette. Da benutze ich auf jeden Fall jeden Tag der Highlighter. Und da habe ich jetzt noch die Farbe drin. Und dann habe ich mir noch von Zoeva die Smoky Palette rausgelegt. Die hat auch ganz coole Farbe. Und dann zu guter Letzt habe ich mir noch von BH Cosmetics die Urban Looks Palette rausgeholt. Die sieht so aus. Die hat auch richtig coole Töne. Jetzt muss ich mir gerade mal schnell Gedanken machen, was ich mir überhaupt auf meine Augen mache. Aber ich glaube, ich entscheide mich für die Carly Bible Palette. Weil da relativ schöne Brauntöne auch drin sind und so. Also ja, Brauntöne, das sind meins, genau. Also ich habe mich für die Carly Bible Palette entschieden. Und da nehme ich der Lidschattenpinsel von Zoeva und zwar 237 Detail Shader. Genau, da trage ich jetzt alles erstmal so grob auf. Und zwar nehme ich da einfach immer
ganz am Anfang nehme ich einfach immer eine helle Farbe und die trage ich dann jetzt einfach mal auf. So, dann nehme ich mir mein Farbblenderpinsel, und zwar habe ich den Farbblenderpinsel von Ebelin. Das ist schon alte, die haben ja mittlerweile neue rausgebracht, aber die neue hat sich meine Freundin gekauft und ich finde ihn richtig schlecht. Ich finde ihn echt richtig, richtig schlecht, und ich finde bei denen neue Pinsel, was sie rausgebracht hat von Soeva, sind die auch, von Ebelin, ja, die Haare auch mega und so. Also die alte Kollektion ist echt besser. Seid froh, wenn ihr noch die alte habt, finde ich, sind zwar nicht alle schlecht, aber ja. So. Als nächstes gehe ich in die Farbe. Ich entscheide mich jetzt mal für den Ton hier. Etwas dunkler. So lila-braun, genau. Und gebe das einfach in die Lidfalte rein. So, ja, wie gesagt, ich bin da jetzt einmal rein und ich finde, ist eigentlich relativ okay. Genau. Ja, so, dann nehme ich die nächste Farbe. Meistens nehme ich dann ein bisschen was Dunkleres zum drüber gehen. Und dann nehme ich jetzt mal den ganz bärigen Ton dahinter, so lila Bärenton. Den gebe ich jetzt auch noch da drüber. Aber ganz, ganz leicht, weil das war, ja, die Farbe finde ich jetzt zwar relativ schön, aber ich wollte jetzt nicht, dass man das zu arg sieht, das dunkle Berge. Jetzt habe ich das dunkle Berge noch drauf, genau. Und jetzt hätte ich gern ein bisschen dunklere Braunton, genau. Und in der Soeva Palette, die Smoky Palette, habe ich das perfekte dunkle Braun. Und zwar nämlich, hoppala, dieses hier. Und das ist diese Farbe Ashes Awake. Genau. Und die gebe ich jetzt hier an die Seite rein. Auch wieder mit dem Verblenderpinsel, weil ich finde, mit dem kann man einfach am besten arbeiten. Genau, gebe die hier. Tupfe ich die erstmal so wegen hin und danach tue ich die so gut wie möglich verblende, dass man dann schöner Übergang hat und dass man da auch nicht mehr so viel sieht. Genau, das sieht dann so aus. Ja, finde ich jetzt ganz okay. Wie gesagt, ich entscheide mich da irgendwie jeden Tag für andere Look. Ich nehme auch nicht jeden Tag eigentlich Lidschatten. Manchmal ist es auch wirklich ganz leichter, aber ja, wenn ich mich jetzt gerade Lust habe, richtig zu schminken, dann finde ich das hier schon ganz angemessen. Genau. So, genau. Jetzt habe ich das hier gemacht. Na, hier habe ich hier gleich ein bisschen rausgemalt, das macht aber nichts. Das mache ich dann nachher einfach weg. Oder ich nehme einfach ein bisschen fester gebundener Pinsel. Und genau, tue das gerade hier so hin. Gehe nochmal auf die andere Seite. Gehe jetzt einfach ein bisschen mehr nach außen. So. Genau. Und so sieht es jetzt aus. So, ja, als nächstes brauche ich jetzt eine Farbe für mein Augenlid. Und da benutze ich wieder der Soeva Pinsel, der Lidschatten Pinsel. Und dafür nehme ich jetzt auch wieder von der Soeva Palette, von der Smoky Palette, die Farbe Searching. Und das ist diese hier. Das ist so eine braun-goldene, silbergoldene eher. Ein richtig gutes Schimmer drin. Also, ja, wie ihr seht, wie gesagt, ich habe jetzt auch hier solche dunkle Farbe und da passt der eigentlich ganz gut dazu. So. Das
gebe ich jetzt mal auf mein Lied. Ja. Passt hervorragend gut dazu. So, die andere Seite noch. Ja, genau. Manche würde vielleicht jetzt sagen, ja, das ist für sie eher kein so Alltags-Make-up-Look, aber ich finde den eigentlich ganz passend bei mir jetzt. Ich finde den jetzt auch nicht zu stark, muss ich ehrlich sagen. Da gehen ja die Meinungen einfach unterschiedlich und das ist für mich mein persönlicher Alltags-Look, was man mal so machen kann. Ich habe auch manche Tage, wo ich mir echt nur ein bisschen Foundation ins Gesicht mache, Concealer und einfach Wimperntusche und meine Augenbraue, aber ja, gibt da Tage, wo ich sowas sehe. Genau, so jetzt verblende ich das auf dem Augenlid noch ein bisschen alles miteinander oder tupfe das eher. Ich will ja nicht, dass der Lidschatten da alles weggeht. Genau. So. Und dann gebe ich meistens noch in meinen Augenwinkel auch nochmal die gleiche Farbe rein wie auf dem Augenlid, also die Farbe Searching. Die gebe ich jetzt auch nochmal in meinen Augen, hier in meinen, ach, wie nennt man das jetzt? Ich weiß nicht, halt nicht übertrieben, einfach so wegen, dass so Verbindung hat, sage ich jetzt mal. Genau. Und ja, ich finde, das frischt der Look einfach ein bisschen auf. Genau, so jetzt bin ich eigentlich mit meinem Lidschatten-Look fertig. Jetzt kommt der Eyeliner-Strich. Und zwar verwende ich dafür, jetzt muss ich gerade mal meinen Kischli hier schauen. Genau, hier ist er. Und zwar verwende ich dafür den Maybelline, den Master Ink. Ja, Ink, genau, das ist der hier. Ja, der hat eigentlich eine ganz, ganz feine Spitze. So. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber der hat echt eine super, super Spitze, also eine ganz, ganz feine. Genau. Ja, Eyeliner ziehen. Der sieht bei mir irgendwie immer anders aus. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich das auch, glaube ich, gar nicht so wirklich gut, aber ich gebe mein Bestes und genau. So, als allererstes ziehe ich mir meistens hier immer so das Auge. Ja, das Augenlid, Auge-Teil hier einfach zur Seite und fange da erstmal an, hier unten so einen Strich zu ziehen. So gut wie möglich. Der muss jetzt auch noch gar nicht schön aussehen. Den mache ich jetzt einfach erstmal nur leicht hin, weil jetzt kommt dieser Wing-Teil. Das probiere ich dann wirklich hier am, wie sagt man das, in der Mitte hier vom Auge probiere ich das einfach, da den Strich einfach lang zu ziehen und dann tue ich das dann einfach, verbinde mit der anderen Seite. Ja. Wie gesagt, manchmal klappt es und manchmal nicht. Ich finde, der ist ganz gut geworden. Den male ich jetzt aber noch ein bisschen nach. Der ist relativ schwach, wie ich finde, von der Farbe. Genau. So, wie gesagt, ich bin da auch kein Profi, aber ja, das ist jetzt mal ein fertiger Eyeliner-Strich gezogen. Und das mache ich jetzt auch schnell auf der anderen Seite. So, ich habe euch jetzt einfach mal näher dran geholt und so sieht jetzt mein fertiger Eyeliner aus und meine Auge mit dem Lidschatten und genau, ja. Bei dem Auge hatte ich jetzt auch einfach Probleme
muss es dann nochmal wegmachen, so ein bisschen sieht man es. Ich habe es mit Concealer überdeckt und genau. Jetzt am Schluss nehme ich nochmal kurz dieses Baking Puder von Catrice. Habe aber Schachtel runtergeflogen. Und tupfe das mir jetzt nochmal hier unten drunter, dass er wirklich alles safe ist. Genau, das klopfe ich dann hier so ein. Auch gar nicht mal viel. Genau, dann nehme ich hier einfach so ein großer, fluffiger Pinsel und wische der Rest damit einfach ab. So. Genau, so, jetzt habe ich das Baking Puder weg. Und jetzt benutze ich noch Wimperntusche, und zwar benutze ich die von Essence, die Get Back Lashes. Und zwar ist das diese hier, die benutze ich schon ewig und drei Tage, deswegen, ja, meine Wimpern sind noch relativ lang, deswegen muss ich die auch nicht mit einer Wimpernzange oder so machen. Das mache ich nur in Fälle, wo ich wirklich Lust und Zeit dafür habe, und genau. Genau. Zeige ich euch das gerade mal, wie das aussieht, meiner Mascara. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Also ich finde, ja, reicht auf jeden Fall vollkommen aus. So, was ich jetzt noch zum Schluss mache, wo sich jetzt einige denken, Kamera, stell ich mich mal wieder scharf. Das wäre ganz nett. Ja, oder halt auch nicht, ne? So, als letztes mache ich hier noch von Benefit der Hoola Bronzer drauf, den kennt ihr glaube ich auch alle, da brauche ich auch nichts mehr dazu sagen. Da ist ja immer dieses Pinsel dabei, das benutze ich ja immer. Dann gehe ich da gerade rein und mache mir so einen Fischmund, das zeige ich euch jetzt, und verblende es dann einfach ein bisschen. Sieht auf den ersten Blick, finde ich, relativ extrem aus, aber wenn es dann verblendet ist, finde ich, sieht es ganz okay aus. So, die eine Seite. Mal noch die andere. So, das reicht. Und dann gebe ich einfach noch ein bisschen hier oben auf die Stirn. Einfach hier noch so ein bisschen und so weiter, dass einfach wegen Wärme im Gesicht ist, dass nicht alles so dunkel ist. Genau. Gut. So. Und jetzt werden mich wahrscheinlich einige auslachen, aber ich nehme dazu einen Pinsel vom Primark. Und Leute, der Pinsel ist so, so gut, ja. Der ist mega gut. Und zwar ist das dieser hier. Stinknormaler Pinsel für 2,50 Euro, glaube ich, hat er gekostet. Ist, glaube ich, eher auch Puderpinsel, aber der Pinsel ist nicht zu weich gebunden und auch nicht zu fest. Und der lässt, mit dem kann ich den Hoola Bronzer so, so gut verblenden. Deswegen, genau, schaut es euch einfach selber an und schaut euch den Pinsel mal im Primark an. Der ist wirklich, wirklich gut. Ich habe den meiner Freundin jetzt auch in den Adventskalender gemacht. Und die hat auch gesagt, mit dem lasst sich es besser verblenden, weil sie den Hoola Bronzer auch nicht sieht. Meine, ja, sie kriegt den nicht richtig verblendet und so. Und anscheinend klappt es jetzt. Genau. Also allererstens mache ich so ganz kleine kreisende Bewegungen. Und mache den einfach ein bisschen weich, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann fange ich an, stärker und größere kreisende Bewegungen. Ja, ich verblende es halt irgendwie. So geht es einfach für mich am besten und so finde ich es einfach am schönsten. Genau, dann verblende ich den einfach. Ich finde, gerade in der kälteren Jahreszeit kann man das auch mal ein bisschen stärker lassen, finde ich. Und kann man sich doch mal auch ein bisschen stärker schminken, finde ich, wie im Sommer. Da spitzt man, da braucht man sich, finde ich, eh nicht schminken. Ist bei mir auf jeden Fall so, weil ich jeden Tag schwimme meistens gehe oder bin mit Freunden am Baggersee. Genau, so jetzt noch die andere Seite. So. So ist das jetzt für mich gut genug verblendet. Genau. Hier vielleicht noch ein bisschen. Ich muss jetzt gerade mal mit dem Spiegel schauen. Genau.
Ja, ich finde, in der Kamera kommt es einfach anders rüber, wie jetzt in einem Spiegel mit meinem Tageslicht kommt es komplett anders rüber. Ich finde, hier ist noch relativ stark, sage ich jetzt mal. Und ja, auf der Seite fehlt mir jetzt noch ein bisschen von der Stärke. Da habe ich mir zu viel verblendet. Genau, da tupfe ich jetzt gerade nochmal drüber. So, dann die Schläfe da oben noch. Habe und an der Stirn auch noch klar ein bisschen verblende. Wie gesagt, es gibt einfach, finde ich, Wärme im Gesicht, weil man mir da doch ein bisschen blasser ist. Blasser. Ja, irgendwie sowas. Genau so. So. Jetzt, also ich benutze kein Blush. Ich mag kein Blush. Mein Hula-Prong ist auch noch nicht gut. Deswegen nehme ich jetzt einfach Highlighter und Highlighter tue ich mit der Palette von Carly Bible, und zwar nehme ich jetzt dieses, ich mische die beide wahrscheinlich, sonst nehme ich meistens immer den hier, aber jetzt mische ich die beide mal ein bisschen. Ja, also vom Konturierer her, ich bin kein Konturiermensch, gebe ich ehrlich zu, ich konturiere jetzt ja noch meine Nase und so. Ich nehme mein Ding an der Wange und ein bisschen hier an der Stirn und so, das ist okay, aber sonst konturiere ich nichts, falls irgendjemand dazu fragt, die konturiert ja nur die Hälfte, aber ich mag das einfach nicht und finde es auch irgendwo, da brauchst du auch so lange und ich finde es eine Zeitverschwendung, meine Nase ist so okay, wie sie ist und probiere jetzt nicht noch hier anfangen mit konturieren, genau. So, hier habe ich einen Fächerpinsel und zwar habe ich den im Internet bestellt mit so einem 30er Set, genau, da waren glaube ich 32 Pinsel für 14,99 oder so. Ich guck mal, ob ich die Pinsel noch finde, wenn, dann verlinke ich es euch einfach in der Infobox, genau. So, dann trage ich hier meinen Highlighter auf. Auch relativ schlicht kalt, sage ich jetzt mal. Und die andere Seite auch. Und die Nase spitze, das kann man so wegen machen, bei der E-Farbe auf dem Pinsel, finde ich. So, und über dem Lippenherz noch ein bisschen. Genau. So sieht mein Highlighter jetzt aus. Es ist, wie gesagt, wirklich nicht viel oder übermäßig, aber mir reicht es so. Genau, eben für die Highlighter von BH Cosmetics, die Carly Bible Palette. I love it. Genau, so. Jetzt kommen wir mal zu meinem letzten Schritt, und zwar Lippe. Genau, die habe ich noch nicht. Und zwar benutze ich eigentlich immer von Manhattan den Extreme Last Lip Liner, das ist die Nummer G59 und der ist mega matt. Und ja, das ist einfach so eine Nude-Farbe und die passt wirklich zu so vielen Lippenstiften, deswegen, wenn ihr den habt, guckt den euch an, der ist mega. Kann ich nur empfehlen, genau. So, jetzt umrahme ich die Lippe einfach ein wenig. So. Habe ich die einfach so gut wie möglich umrahmt. Also ihr seht, man erkennt da jetzt nicht wirklich ein riesengroßer Unterschied. Der ist wirklich, wirklich super. Ist super Nude-Ton. Also wirklich Bombe, Leute. So, als Lippenstift benutze ich den Velvet Teddy von MAC. Einer meiner Lieblingslippenstifte, weil die einfach immer zu allem passen. Und genau. So, normalerweise benutze ich vorher noch eine Lippenpflege oder mache die meistens nachts drauf. Da habe ich eine von Lush. Aber wenn es Winter ist, da bringt die von Lush schnell mal was. Also da könntest du echt Vaseline oder sowas auf die Lippe machen, weil die echt bei mir so trocken sind. Genau, hier finde ich richtig schlimm, gerade im Winter. Ja, so, das war's mit meinem Make-up-Look oder meiner Alltagsroutine, wie ich mich eigentlich immer schmink, finde ich eigentlich so wirklich super schön und genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und
Könnt mir auch gerne ein Abo da lassen, da würde ich mich natürlich auch freuen. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Videos mehr. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich antworte euch auf jeden Fall zurück. Genau, bis zum nächsten Mal.